Hallo in Nordhessen, hallo im Landkreis Kassel. Hier ist wieder das grüne Geschnuddel vor der Kommunalwahl. Das letzte Mal, aber wir haben schon beschlossen, dass wir dieses erfolgreiche Medium, was wir hier gefunden haben, auch gerne zukünftig mit euch, mit Ihnen fortsetzen wollen. Heute ist das Thema Arten- und Klimaschutz, aber auch Landwirtschaft. Und als Ehrengast haben wir heute Abend den Martin Häusling. Martin Häusling ist ein Biobauer aus dem Schwalm-Eder-Kreis und aber eher bekannt als unser grünes Mitglied im Europaparlament, dort auch für Agrarwirtschaft zuständig. Und er wird aber gleich noch ein paar Sätze zu sich selber sagen. Dann haben wir noch da unsere Spitzenkandidatin für den Kreistag im Landkreis Kassel, die Monika Wolczewski-Brück. Den Thomas Gudus, der auf Platz 6 für den Kreistag kandidiert, aktuell noch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und was mich besonders freut, die Susanne Dohr. Die Susanne Dohr ist Biologin, kandidiert auf der Kreistagsliste weiter hinten, aber, und das finde ich so schön und wichtig, ist Kandidatin auch in der Gemeinde Habichtswald. Und in der Gemeinde Habichtswald haben wir einen neuen grünen Ortsverband, der auch schon einen Bürgermeisterkandidaten gestellt hat und jetzt auch zur Kommunalwahl antritt, wo wir natürlich hoffen, dass wir da auch entsprechende grüne Stimmen bekommen. Ja, ich möchte gleich weitergeben, Martin. Vielleicht zu dir erstmal, was du so machst, auch im Moment vielleicht als Eingangsstatement, was gerade Europa auch für alles, das wir hier in die Hand nehmen, ich nehme mal das Glas Wasser oder unsere alte Wurst, was Europa eigentlich dafür bedeutet, was wir für eine Qualität haben, beziehungsweise was auch Agrarpolitik in Europa ist und steuert. Und dann würde ich gern zu den anderen drei noch mal kurz kommen. Ach so, Entschuldigung, mein Name ist natürlich Thomas Ackermann. Ich bin der männliche Spitzenkandidat auf Platz 2 für den Kreistag, komme aus Fuldatal und freue mich auf ein interessantes Gespräch. Und gute Beiträge. Vielleicht für die, die jetzt schon zugeschaltet haben bei YouTube. Sie können in den Chat Fragen stellen und wir versuchen, diese Fragen im Laufe unserer Veranstaltung zu beantworten. Sie wird etwa 1,5 Stunden dauern. Danke, Martin. Du hast das Wort. Ja, danke Thomas für die Einladung. Danke euch, weil wir haben ja jetzt neue Wahlkampfformate und ich glaube, so schlecht ist das manchmal gar nicht. Man erreicht tatsächlich mehr Leute, als wenn man irgendwo einlädt oder man muss jedenfalls auch nicht mehr durch die Gegend reisen, obwohl wir natürlich uns gerne mal wieder treffen würden. Ich selber sitze ja jetzt seit ja, 4 Monaten im Homeoffice, gar nicht mehr in Brüssel, sondern wir machen das alles von zu Hause aus. Das ist natürlich fürs Verhandeln eine schwierige Position. Und wir sind ja gerade in Brüssel an einem der schwierigsten Reformvorhaben, sprich die europäische Agrarpolitik. Da sind wir jetzt seit 3 Monaten im sogenannten Trilog, also versuchen eine Einigung. Das ist nicht einfach. Aber du hast ja schon gesagt, ich bin ja sozusagen ein wahres Kind Nordhessens aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Ich bin hier auch seit 40 Jahren in der Gemeindevertretung Bad Zwesten, kandidiere auch wieder, weil ich glaube, ja, Kommunalpolitik ist ja sozusagen der Beginn aller Politik, ist Kommunalpolitik. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, welche Möglichkeiten man in der Kommune hat, um was in einer anderen Richtung zu gestalten. Die Frage, was regelt eigentlich Europa? Ja, sie regelt vor allem die gemeinsame Agrarpolitik und Europa ist ja in vielen Punkten nicht geschafft, einheitliche Politik zu machen, aber in der Agrarpolitik kann man immerhin die einzige Zuständigkeit, die Brüssel vor. Und wir sind auch zusätzlich in der Gesetzgebung für die Umweltgesetzgebung der entscheidende Faktor. Also die Umweltgesetzgebung wird zu 70%, also die ganzen Rahmengesetzgebungen werden in Brüssel zusammengestellt. Also bis da, um was du in deiner alten Wurst, dass da die Frage von Lebensmittelsicherheit, der Rahmen wird in Brüssel gesetzt. Auch die Kennzeichnungsfragen im Übrigen. Also ich weiß ja gar nicht, ist die Ahle Wurst jetzt eigentlich schon regional geschützt? Also ist es ein geschütztes Warenzeichen? Ich glaube immer noch nicht. Wir Aber kämpfen dafür. das dauert Jahrzehnte, bis in Deutschland sowas wahrgenommen wird, die Möglichkeiten der
der geschützten Warenzeichen. Das ist ja eigentlich ein großer Vorteil, den wir in der Region auch hätten, aber wird leider viel zu wenig in Anspruch genommen in Deutschland. Und das andere ist in der Umweltgesetzgebung. Viele werden ja die Diskussion noch in Erinnerung haben und die wird auch noch nicht beendet sein um die Wasserrahmenrichtlinie, um die Nitratregeln. Mhm. Und gerade bei dem Thema Nitratverordnung haben wir es ja damit zu tun, dass wir in Europa eigentlich seit der Mitte der 90er eine Rahmengesetzgebung haben. Und man in Deutschland dann meinte, man konnte das jahrelang ignorieren. Wir haben das Problem, wenn man in Deutschland den Schnitt sieht, dass 30% der Grundwasserbrunnen einen gefährlich hohen Nitratwert haben. Das ist in Europa, stehen wir da tatsächlich an einem Spitzenplatz. Und wie lange hat es gedauert, bis wir jetzt eine neue Gesetzgebung haben, dass Bauern tatsächlich weniger an Stickstoff einsetzen? Ja, da würden wir auch noch zu kommen, Martin. Ja, aber wie gesagt, das ist ein Punkt. Das andere ist Wasserrahmenrichtlinie. Das muss bis zum Jahr 2027 umgesetzt werden. Und da sind natürlich dann auch Landkreise, Kommunen in der Verantwortung, diese Wasserrahmenrichtlinie. Also bis dahin sollen alle Gewässer in einem guten ökologischen Zustand sein. Auch das ist eine Aufgabe, die für Kreise und Kommunen noch einiges an Arbeit bedeuten wird. Okay, danke schön für das Eingangsstatement. Ich würde dann gerne mit Monika weitermachen. Monika, sag doch mal ein paar Sätze zu dir. Okay. Ja, ich bin Monika Wojcieszek-Brück, bin seit 10 Jahren im Kreistag, die letzten 5 als Fraktionsvorsitzende und war davor viele Jahre in Schauenburg im Gemeindeparlament. Mich hat so dieses Thema Artenschutz, was so uns ja heute beschäftigt, schon lange umgetrieben und es steht relativ oben auf meiner Prioritätenliste sozusagen. Ich denke, im Moment ist es total wichtig, dieses Thema auch anzutreiben und in die Öffentlichkeit zu tragen, weil es eine große Bereitschaft gibt, glaube ich. Wir hatten hier in Baunatal im letzten Sommer eine kleine Veranstaltung zum Thema Artenschutz und haben das so verschieden gestaltet. Hat eine ganz große Resonanz gehabt und war sehr, sehr interessant, wie viele Menschen sich doch mit dem Thema auch schon beschäftigt haben. Man merkt ja an jeder Ecke Insektensterben, Vögelreduzierung und so weiter. Also es ist mehr fühlbar und spürbar geworden in den letzten Jahren. Das merkt man auch an der Resonanz. Ich denke, von daher ist die Zeit günstig, jetzt wirklich da was voranzubringen. Wir kommen sicher noch drauf. Ich könnte noch bisschen was sagen in Richtung Anträge, die wir schon versucht haben im Kreistag, teilweise erfolgreich, teilweise nicht, in der Richtung auf den Weg zu bringen. Und da wollen wir ja auch weiter. Aber das fürs Erste. Okay, danke Monika. Dann kommen wir zum dem Dr. Thomas Gudus, auch aus Baunatal. Ich gucke gerade so hinter dir, ist das eigentlich ein Redshirt, wenn ich das richtig sehe, aus Star Trek oder ist das ein normaler Pullover? Es ist tatsächlich eine Jacke, die ich mal bei einer guten Gelegenheit habe abgreifen können. Da konnte ich nicht widerstehen. Und seitdem begleitet die mich. Ja, schönen guten Abend auch. Mein Name ist Thomas Gudus. Bin auf Platz 6 auf der Liste, komme aus Baunatal und beim Thema Artenvielfalt vertrete ich und auch Tierschutz vertrete ich heute unsere Kollegin Anja Keckel aus Ahnatal, die eigentlich hätte teilnehmen sollen, aber die erkrankt ist. Die lässt euch alle schön grüßen und ich hoffe, ich kann die Rolle heute gut ausfüllen. Ja, ich habe 2 Kinder. Das ist ein wesentlicher Antrieb dafür, dass ich gerne eine Welt hinterlassen möchte, in der auch meine Kinder und vielleicht auch deren Kinder noch gut leben können. Und da hat auch das Thema Landwirtschaft einen großen Anteil dran. Das ist eine von den Dingen, wo wir Menschen wirklich erheblich in die Natur eingreifen und wo, wie ich finde, gut zu sehen ist, wie die Dinge auch miteinander vernetzt sind. Also du hast ja schon, das war eben schon angesprochen, Grundwasserbelastung, da spielt ja das Thema Dünger eine Rolle, da ist die Landwirtschaft mit dabei, da ist das Thema Artenvielfalt mit dabei und da gibt es unendlich viel zu tun. Und zum Glück haben wir ja auch einiges geschafft die letzten 5 Jahre in der Fraktion. Also, dass wir jetzt eine Artenschutzmanagerin haben im Kreis, die sich darum kümmert, war lange überfällig. Und ich finde, da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein. Und da gibt es noch viel zu tun. Und ich freue mich dann, die nächsten 5 Jahre mich weiter dafür einsetzen zu können. Mhm. Dankeschön, Thomas. Ja, Susanne, du bist an der Reihe. Ja, Dankeschön. Von mir erstmal schönen guten Abend. Ich bin Susanne Dorr. Ich bin die Vorsitzende oder eine aus dem Ortsverband Lichtswald der Grünen und
auch Spitzenkandidatin auf der Kreistagsliste. Ich bin vom Beruf Diplombiologin und habe auch mehrere Jahre im Bereich Ökologie, Biodiversität gearbeitet, Kartierungen vorgenommen, unter anderem auch Gewässerkartierungen. Daher kenne ich mich auch da ganz gut aus, was die Bäche hier uns angeht und die Problematiken. Und Artenschutz möchte ich sehr aktiv sein, weil ich eben auch, wie du, Thomas, zwei Kinder habe. Ich habe viel Bildung mit Kindern zusammengearbeitet, einfach wie wichtig das ist, dass die Kinder Spiele kennenlernen können. Und hier, um mit euch ein bisschen darüber zu quatschen. Zu schnuddeln, ja. Dankeschön, Susanne. Ja, ich denke noch an die Zeit, Martin, wo das erste Mal die Grünen in der Bundesregierung Verantwortung in dem Bereich Landwirtschaft bekamen unter Renate Künast. Und es war ja ein Paradigmenwechsel, dass zum ersten Mal der Begriff Verbraucherschutz auftauchte. In der Regel war es immer das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ich glaube, mittlerweile heißt es auch wieder so. Das zeigt auch, zu welchen Rückwärtssaltos manche Parteien in Deutschland in der Lage sind. Aber ich möchte das Thema Verbraucherschutz aufgreifen, weil ich denke, das ist ja auch der Wechsel gewesen, warum wir Grünen mit Renate Künast, damals mit dem nordhessischen Staatssekretär Matthias Berninger, den die ein oder andere ja noch gut kennt, da ist ja was passiert, dass wir gesagt haben, das, was in der Landwirtschaft produziert wird, das ist uns wichtig, das ist uns sehr wichtig, aber wir wollen auch, dass es eine besondere Qualität hat. Und dadurch ist ja der Begriff Verbraucherschutz das erstmal entstanden, weil nicht alles, was produziert wurde, auch unbedingt gut und auch nachhaltig war. Wie habt ihr das in Europa diskutiert, das Thema? Weil für mich als Grüner, ich habe natürlich auch zwei Söhne an der Stelle, für mich ist eigentlich seitdem das Thema Verbraucherschutz nicht mehr wegzudenken. Wie sieht das Europa an der Stelle? Ja, ich sage jetzt auch mal, ich habe auch zwei Söhne. Die machen Landwirtschaft weiter. Das ist gar nicht so unwesentlich, weil ich natürlich die Frage Landwirtschaft und Europa, das geht natürlich nicht zusammen, sondern ich habe das große Glück, dass meine Jungs den Hof weitermachen, was nicht selbstverständlich ist, das muss man auch sagen. Nein, ich glaube wirklich, bei Renate hat der Paradigmenwechsel angefangen. Leider war das ja nur ein sehr kurzer, weil seit der Zeit haben wir ja wieder andere Agrarminister und die haben das wieder ausgebremst. Aber ich glaube, der Ansatz, der damals gewählt wurde, Agrarpolitik ist mehr, als dass man in Brüssel dafür sorgt, dass die Gelder richtig an die Bauern verteilt werden, sondern Agrarpolitik hat was mit Verbraucherschutz zu tun. Und das neue Logo, was ja damals gesetzt wurde, war Qualität statt Masse. Ja? Und dass man da sozusagen den Verbraucher in den Vordergrund gestellt hat, das war der große Paradigmenwechsel. Und das andere, das wissen ja auch die wenigsten noch, ist sozusagen das Logo für den Ökolandbau geschaffen worden. Also das, was ja jeder kennt mittlerweile, tatsächlich in Europa die höchste Bekanntheitsgrad hat, ist das Biozeichen. Damals gab es nämlich keine Regeln sozusagen, die für ganz Deutschland und danach auch für Europa das geschützt haben. Da hat jeder Bio draufschreiben können und egal was war. Und dass wir das Markenzeichen geschaffen haben und dann auch eine Entwicklung eingesetzt hat in Richtung biologische Landwirtschaft, das ist damals in den 2000er Jahren entstanden. Ich selber habe ja umgestellt meinen Betrieb 1988. Gut, da waren wir in Hessen, glaube ich. Ich sage mal so, da habe ich noch fast jeden Biobauern gekannt. Mittlerweile sind wir in Hessen ja über 15% Fläche im Ökolandbau. Das hätte damals auch keiner für möglich gehalten. Mhm. Und, dass in Brüssel jetzt das Ziel ausgegeben wurde von der EU-Kommission, wir wollen 25% Ökolandbau haben und Ökolandbau ist anerkanntermaßen das Modell, was mit Arten- und Klimaschutz am besten, quasi die besten Zielerfüllung erreicht. Das ist schon ein großer Schritt nach vorne. Das hätte man, glaube ich, aus damaliger Sicht so, Renate Künast, den Beginn nicht erwarten können. Aber ich sage es nochmal, seit der Zeit wird halt in Berlin und unsere aktuelle Ministerin Frau Glöckner ist ja ein Beispiel dafür,
wieder klassische Agrarpolitik im Sinne von, was will eigentlich der Bauernverband und was will die Agrarindustrie, und ich bin dabei. Und da müssten wir dringend wieder eine Korrektur haben. Dann wird es vielleicht in Brüssel auch besser laufen, als es im Moment läuft. Danke, Martin. Ja, die Fragestellung, was will eigentlich der Bauernverband, das haben wir ja auch als Wahlprüfstein bekommen. Und was wir da sehr positiv gesehen haben beim Beantworten, war, dass wir tatsächlich bei vielen Dingen sehr weit beieinander sind. Dass manchmal es tatsächlich an Kleinigkeiten sich stört. Und was ich sehr wichtig fand, war das Thema, zumindest ist es uns so vermittelt worden, dass den nordhessischen Landwirten eine gesunde Ernährung und auch ein gutes Produkt am Herzen liegt. Das ist ja was, was im europäischen Ausland mittlerweile Standard ist, dass man sich, wenn man auf dem Markt einkauft, genau orientiert, wo kommt mein Produkt eigentlich her, oder wenn ich in ein Restaurant gehe, wenn es da mal wieder möglich ist. Auch da wird ja, zumindest kenne ich es aus Frankreich so, sehr oft darauf hingewiesen, wo die Produkte herkommen. Und da gibt es tatsächlich Länder in Europa, die da durchaus weiter sind, die auch viel bewusster essen, was ja auch was mit Verbraucherschutz und Regionalität zu tun hat. Monika, wir haben ja auch, und das war auch eigentlich mit Matthias Berninger anfangend, haben wir ja immer wieder im Kreistag auch Anträge gestellt, dass unsere Schulernährung dort in die Richtung besser wird, regionaler wird, gesünder wird, aber auch, dass Bildung mehr stattfindet, wo kommen unsere Lebensmittel eigentlich her und so weiter. Was haben wir denn an der Stelle dort gemacht, beziehungsweise du hast ja auch schon gesagt, da sind einige Anträge passiert. Berichte doch mal bitte. Genau, also gerade kurz nochmal die Replik zu Frankreich. In Frankreich wird ja viel mehr Geld für Lebensmittel auch ausgegeben. Genau, ne? Italien ebenso, ja. Ja, und Deutschland ist da ganz unten, das waren irgendwie mal 14%, ich weiß jetzt nicht die letzten Zahlen, aber da ist auch ein großer Unterschied. Ja, wir haben mehrfach Anträge gestellt in Richtung Landwirtschaft, Artenschutz, zum Beispiel Essen. Wir hatten einmal vor Jahren einen Antrag im Kreistag, ist einmal in der Woche in den Schulen, in denen Mittagessen verteilt wird, auch ein fleischfreies Gericht serviert wird. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Diskussion im Ausschuss, wo wir uns echt anhören mussten, gerade auch so von CDU-Seite, dass eben das Sache der Eltern ist, was die Kinder essen. Und wenn das Kind Milchschnitte mitnehmen will in die Schule und essen, dann wird es das Essen so. Also Freiheitsberaubung sozusagen. Das kam so in diese Veggie-Day-Diskussion rein. Also das sind zum Teil Debatten gewesen, wo man eigentlich nur kopfschüttelnd davor stehen konnte. Das hat sich ein bisschen geändert, finde ich. Und wir haben da manchmal doch mehr offene Ohren. Wir haben, wie du schon sagtest, diese Artenschutzbeauftragte über unseren Antrag positioniert. Das ist eine halbe Stelle geworden. Wir hatten eine ganze gefordert. Wir haben Fortbildungen für Mitarbeiter in den Kommunen, zum Beispiel von den Bauämtern, angeregt. Auch mit dem Antrag sind wir nicht wahnsinnig weit gekommen, weil es hieß, das machen wir doch alles. Es wird dann auch ganz schnell als Vorwurf registriert. Ne? Mhm. Wir haben diese Ackerrandstreifen-Geschichte, die ja gesetzlich festgelegt ist, haben wir mehrfach nachgebohrt, wie das aussieht mit der Kontrolle dabei, wo dann auch die Antwort war, da haben wir nicht genug Leute für, oder wir haben es auch recherchiert, dass da wenig läuft an Kontrolle. Also da waren einige Dinge, die wir verfolgt haben, und wir sind hier und da natürlich auch auf Widerstand gestoßen. Aber Stichwort Schulverpflegung hast du eben genannt, Thomas. Das ist ja ein Riesenfass, was man da aufmachen muss, was schon läuft, aber was jetzt noch mal mehr mit Nachdruck verfolgt werden muss. Erstens mal gibt es immer mehr Ganztagsschulen, also an den Schulen wird auch mehr Mittagessen verteilt, als das früher der Fall war. Und zweitens mal ist es ja eine Bildungsaufgabe. Also Ernährungslehre sozusagen müsste ja schon in den Schulen ganz früh anfangen. Durchaus im Unterricht. Wir haben das teilweise an Grundschulen, das ist in der Sachkunde auch behandelt wird. Es gibt Grundschulen, die haben Schulgärten. Wir haben über unsere Artenschutzbeauftragte auch dieses Thema Insektenschutz, Insektenhotels an Schulen verteilt, und auch Wettbewerbe waren ausgeschrieben, welche Schule sich da gut engagiert. Also da läuft einiges, aber meiner Meinung nach noch nicht genug und noch nicht
kontinuierlich und stringent genug. Es sind oft so Ausnahmeprojekte, ja, gesundes Frühstück, Schulgartenprojekt oder eben auch was die Ernährungslehre angeht. Und ich denke, da können viel mehr abgerufen werden, die Angebote der Servicestelle Schule und Gesundheit beim Hessischen Kultusministerium. Da wird es wirklich auch angeboten, zu unterstützen, zu begleiten an Schulträger, an Schulen selber, an Eltern auch, an Fördervereine, die sich damit beschäftigen. Also da ist ein Feld, was noch ganz gut beackert werden muss, was es hier und da schon gibt. Aber wie gesagt, immer so ein bisschen verteilt. Ein Aspekt ist mir noch ganz wichtig zu sagen, gesunde Ernährung auch eben sozusagen als Thema in der Erziehung, auch vorschulisch schon, hat ja auch was mit Chancengleichheit zu tun. Es ist ja inzwischen total klar, wenn ein Kind gut ernährt ist, ein gutes Frühstück hatte, dann ist die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit viel mehr gegeben als ein Kind. Und das sind leider auch sehr viele, die ohne Frühstück in die Schule kommen. Also als Beispiel. Ne? Oder sich nur von zuckrigen Sachen ernähren. Also da fängt es schon an mit der Chancengleichheit. Denn wenn ich als Kind ohne Frühstück dann einfach nicht aufnehmen kann, einfach von der Versorgung im Körper her, dann bin ich schon eindeutig im Nachteil. Ne? Das ist ein Aspekt von mehreren. Soweit erstmal zu dem Thema. Ne? Ja, zumindest ist ja der Landkreis Kassel hier auch tatsächlich auch dabei. Wir hatten ja auch schon Anfang der 2000er entsprechende Anträge gestellt, dass heute eigentlich biologisch erzeugtes Essen zum Standard geworden ist. Und dort, wo wir Schulen auch für Ganztagesbetrieb ausbauen, die Kantinen auch entsprechend beziehungsweise Mensen dieses anbieten. Und da sind wir schon auf einem guten Weg. Aber was ich so merke oder was mich so umtreibt, ist, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass die Landwirtschaft immer mehr zerrissen ist zwischen dem Zwang, immer größer, mehr in größeren Umfang produzieren zu wollen, siehe, was die Fleischproduktion betrifft, zum anderen aber auch dem Wunsch eigentlich äußert zu sagen, ich will ein gutes Produkt machen, wo ich stolz drauf sein kann. Und das funktioniert ja nur im Kleinen an der Stelle. Und dass hier auch sehr viel, wo ich den Eindruck habe, sie gar nicht mehr aus ihrem Haut oder aus ihrer Zwangslage rauskommen, weil ja sehr viele Landwirte mittlerweile auch hoch verschuldet sind, weil durch neue Maschinen, neue Techniken etc. Immer mehr Anforderungen auf sie zukommen. Alleine wenn man die Geräte betrachtet, die ja, ich den Eindruck habe, jedes Jahr immer noch größer werden an der Stelle, dann fragt man sich auch, wo das hingeht. Und das ist auch so ein Punkt, wenn ich dann nach Europa gucke, ist das in Deutschland vor allen Dingen gerade so festzustellen. Und mein grüner Ansatz wäre, wie bekommt man die eigentlich aus dieser Spirale, die da ja herrscht, auch in irgendeiner Art irgendwann wieder raus? Weil wir haben aktuell auch die Debatte zur Tierwohlabgabe, die läuft, die ja auch in die richtige Richtung geht. Aber da merkt man jetzt auch, dass im Prinzip die Kosten, ganzen Produktionsvorteil des Landwirts fressen. Monika hat schon gesagt, wir geben auch für Nahrung viel zu wenig aus. Da ist ja einiges im Argen. Da würde ich gerne Thomas oder vielleicht dann nachher auch noch Martin zuhören. Vielleicht Thomas, dass du mal anfängst. Ja, wenn man sich das so anguckt, wenn man so landwirtschaftlichen Fahrzeugen begegnet, ich fahre ja schon eine Weile und bin im ländlichen Raum unterwegs. Früher waren die Traktoren noch sehr überschaubar. Heutzutage, je nachdem, auf welcher Straße man ist, muss man schon mal schauen, ob man überhaupt noch Platz hat. Und ich weiß gar nicht, was überhaupt passiert, wenn sich mal zwei Traktoren begegnen würden, ist eine Frage, die mir jetzt gerade eben auch erst eingefallen ist. Das muss ich mal klären. Aber diese Maschinen eigentlich sehr stark zugenommen und eine von diesen Wahlprüfsteinen, die wir ja bekommen haben vom Kreisbauernverband, war ja auch genau von dem Technikeinsatz geprägt. Da war nämlich die Frage danach, dass sie einen schnellen Internetzugang brauchen, ein Farming, so ein schönes Wort, machen, wo sie dann, und das ist ja erstmal eine gute Sache, auch den Düngereinsatz so einsetzen, dass es optimal ist, wenn man dann immer noch Düngereinsatz haben will. Aber so brauchen sie immer mehr Technik, immer größeren Aufwand und, glaube ich, auch immer mehr Spezialisten. Und das haben wir ja eben. Ich denke, die allermeisten Landwirte wollen gerne
ein gutes Lebensmittel ab. Und sie sind gefangen irgendwie in einer immer weiter, immer größer Spirale, das ist jedenfalls mein Eindruck, wo sie schwer draus rauskommen, weil sie auch nur eine ganz kleine Marge haben, betriebswirtschaftlich gesehen, und nur in der Größe oft eine Chance für sich sehen, das noch da können. Und das führt unweigerlich in die Massentierhaltung, in die industrielle Massentierhaltung. Und da gibt es ja Skandale genug, noch und nöcher, die uns begleitet haben die letzten Jahre. Ich finde das den falschen Weg, industrielle Massentierhaltung, da müssen wir wegkommen. Aber das ist ein Bohren von dicken Brettern. Also Monika hat es ja eben schon angetippt, da haben sich zum Glück auch die Diskussionen auch im Kreis in den letzten 10, 15 Jahren geändert. Aber was wir vor 15 Jahren, als wir zum ersten Mal diese Themen vertreten haben, was wir uns da anhören mussten, das war schon auch viel von Angst geprägt und von der Idee, das kann doch alles nicht wahr sein, was die Grünen da fordern. Heute ist davon vieles Mainstream, was gut und richtig ist. Und ich bin schon sehr gespannt. Die Europäische Union, der Martin hat es ja gesagt, gibt ja die Vorgaben dazu an vielen Stellen, ob es dazu auch Hilfestellungen geben kann, aus diesem Teufelskreis von immer größer, immer industrieller wieder rauszukommen. Ja, Martin, genau, der Ball liegt bei dir. Berichte mal, weil ist uns, glaube ich, auch am wichtigsten, weil ich habe es ja gesagt, viele Dinge, die der Kreisbauernverband aufgeworfen hat, das sind genau unsere Themen. Und genau an diesem Punkt, ich will nicht sagen, scheiden wir uns, aber das ist die Stelle, wo wir tatsächlich in die Diskussion mit den Landwirten kommen müssen, wo wir auch Chancen ihnen anbieten wollen. Gibt es da von Brüssel Möglichkeiten oder Hilfen? Ja, das Kernproblem besteht darin, dass sich, glaube ich, die Landwirtschaft irgendwann mal der Illusion hingegeben hat, man sei so toll, dass man global wettbewerbsfähig sei und man nur richtig billig produzieren müsse, um dann die internationalen Märkte zu erobern. Also sprich, geht ja mittlerweile ein Großteil der Milch geht außerhalb von Europa und 50% der Milch werden innerhalb von Europa vermarktet, die wir in Deutschland erzeugen. 20% des Schweinefleischs gehen in Märkte außerhalb von Europa. Und man hat gedacht, naja, wir sind so toll, wir Bauern in Deutschland und in Europa, da können wir den Amerikanern und allen anderen und den Südamerikanern allen Schnäppchen schlagen. Wir sind richtig gut. Und als man sich dann auf die Märkte begeben hat, dann hat man gesehen, ich sag's mal als Beispiel, Milchviehhaltung. Der globale Milchpreis liegt tatsächlich bei 30 Cent. Für den Preis können auch die Neuseeländer Milch erzeugen. Nur das kannst du nicht in Nordhessen. Da kostet sich die Milch in der Produktion schon 45 Cent. Und deshalb ist halt der Ruf immer entstanden, naja, da brauchen wir das Geld aus Europa, damit wir halt, ne, damit die noch weiter existieren und liefern können. Das ist diese Spirale, in die Landwirtschaft gekommen ist, dass sie auf der einen Seite hat man sie zu Weltmarktpreisen, auf Weltmarktpreise getrimmt und jeder merkt, dafür können unsere Bauern hier nicht leben, aber dafür kriegen sie halt das Geld aus Brüssel. So, und das passt so nicht zusammen. Wir müssen uns klar machen, dass wir den europäischen Markt im Blick haben müssen, die regionalen Märkte im Blick haben müssen. Im Übrigen hat deutlich die Corona-Krise gezeigt. Wer hat denn da auch im Plus gemacht und wen hat die Bevölkerung auch wieder wahrgenommen? Das waren diejenigen, die regional vermarkten, die Biobetriebe. Bio hat einen Plus gehabt im letzten Jahr von 22%. Und das ist auch ein deutliches Zeichen mit den Füßen sozusagen, in welche Richtung es gehen müsste. Nur diesen Widerspruch, da hast du ja völlig recht, Thomas, den kannst du nicht so schnell auflösen. In Gudensberg steht ein großer Hähnchenschlachthof von Bluecon. Wenn man da sieht, wie viel LKW die jeden Tag sozusagen, kann es gar nicht anders sagen, da werden ja die Hähnchen im Sekundentakt gekillt. Und dann braucht man sich nicht wundern, warum bei uns und bei euch wahrscheinlich auch neben jedem Dorf sozusagen jetzt so eine Hähnchenmastanlage entsteht. Und man die Bauern so denen sagt, okay, guck mal, Jungs, das ist so die Zukunft, ihr müsst Hähnchen produzieren. Und wenn man da mal genauer hinschaut, das ist kein Witz, das ist ja so, die verdienen am Hähnchen, an dem einen Hähnchen 5 Cent. Und die können nur das noch was verdienen, wenn sie Masse erzeugen. Also aus einem Hähnchenstall tatsächlich über 100.000 Hähnchen rauspressen, dann haben sie noch einen Verdienst. Und das kann aber so nicht gut gehen, weil erstens will es die Bevölkerung nicht mehr.
Zweitens sitzen die Bauern ja im Grunde genommen mehr bei ihrer Bank nach dem Motto, wie kommen wir jetzt um diese Ecke, als dass sie wissen, wie geht es überhaupt in Zukunft weiter. Das ist keine Zukunft. Und ich sage auch ganz ehrlich, weil ja, der Bauernverband, ich bin mal frech, ich weiß nicht, ob jemand dabei ist, der Bauernverband hat das Wording mittlerweile auch erkannt. Der Bauernverband sagt das ja jetzt auch, aber verinnerlicht haben sie das noch nicht. Und ich sage das mal ganz klar, ja, so ein Schlepper, der kostet, da hast du früher ein Haus für bauen können, dafür kannst du dir heute einen Schlepper kaufen, ne, mit 200.000 Euro, da bist du dabei. Und dann bist du halt gebunden, ne? Da kannst du nichts anderes machen. Was mich aber jetzt ärgert, dass die mit diesen Geschossen, und das waren ja jetzt ein paar Demonstrationen, als erstes nicht sozusagen um ihre Existenz kämpfen, wenn sie auf die Straße fahren, sondern gegen den Insektenschutz auf die Straße gehen, gegen das Düngerecht auf die Straße gehen. Anstatt mal zu sagen, Leute, nicht die Umweltgesetzgebung macht uns kaputt, sondern dieser Dumpingpreiskampf macht uns doch kaputt. Und die extreme Marktmacht, der Discounter macht uns kaputt. Nein, der Bauernverband hat es geschafft und auch Landschaftsverbindungen, also die neuen sozusagen, haben es geschafft, den Bauern zu erzählen, die Umweltschützer sind schuld, wenn es uns schlechter geht. Die wollen immer mehr und auch die Tierschützer. Man reflektiert aber überhaupt nicht, Leute, wir haben uns selber da reinbegeben. Und da gibt es aber jetzt eine Menge Leute, die eigentlich den Bauern die Hand reichen und sagen, guck mal, wenn du da raus willst, es gibt ja, weiß nicht, ist vielleicht zu detailreich, aber es gibt in Berlin ja die Diskussion um eine Tierschutzabgabe. Die Borchardt-Kommission hat gesagt, wir unterstützen die Bauern, wenn sie in eine andere Richtung gehen. Ich meine, welcher gesellschaftlichen Gruppe werden dann sonst so Angebote gemacht nach dem Motto, okay, du bist einen falschen Weg gegangen, aber jetzt hilft dir die Gesellschaft wieder da raus, wenn du deinen Schweinemaststall jetzt auf Stroh umstellst und hältst vielleicht nur die Hälfte der Schweine, bietet die Gesellschaft sozusagen dir das an, dass sie dabei unterstützt. Ich meine, was für Angebote soll man dann noch mehr machen? Und wenn das nicht wahrgenommen wird, ich glaube, das ist die letzte Chance für die Landwirtschaft, sich zu entscheiden zwischen Masse oder Qualität. Und selbst in Nordhessen können wir, glaube ich, mit einem guten Qualitätsangebot auch eine Menge an Markt schaffen. Ein letzter Satz. Ich meine, wir haben es ja geschafft. Da waren ja viele Jahre lang neidisch drauf, dass wir in Hessen die große Biomolkerei, die Upländer Bauernmolkerei haben. Deshalb haben wir nicht nur deshalb haben wir in Hessen sozusagen auch viel mehr Biobauern als viele andere Regionen. Ist Vermarktung muss stimmen, aber der Absatz, das sieht man ja bei der Upländer Bauernmolkerei, der geht auch in einer Region, die jetzt nicht unbedingt 2 Kilometer hinter Frankfurt liegt. Ja, da sprichst du ein wichtiges Thema an, Martin. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit Jürgen Trittin, wo er damals gesagt hat, wo wir die erneuerbare Energiegesetze etc. eingeführt haben, wenn wir 15% schaffen, das wäre echt ein Wurf. Der Verbraucher, und da sind wir wieder bei Verbraucherschutz, der hat uns allen gezeigt, was geht, was ist, was machbar ist und vor allen Dingen hat uns auch gezeigt, wo man sich noch hinentwickeln kann. Und ich glaube, das Thema, ob es jetzt beim Energiebezug oder auch beim Lebensmittelbezug oder Einkauf ist, da wird der Verbraucher, die Verbraucherin es auch noch viel deutlicher steuern. Und ich glaube, das ist auch das, was im Moment das Umdenken am meisten pusht. Weil wenn ich heute in einen Laden reingehe, ob es ein Nahversorger, ob es auch eine Kette ist, die nicht alles anbietet, aber Bio ist ja eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Und man merkt schon, dass das Käuferinnenverhalten dort durchaus ein anderes geworden ist. Und über genau dieses Verbraucherverhalten will ich jetzt auch noch mal eine Brücke schlagen. Wie wird was produziert? Weil auch das Thema Bienenfreundlichkeit oder Insektenfreundlichkeit mittlerweile bei Produkten auch eine Rolle spielt. Das heißt, den Leuten ist es schon lange nicht mehr egal, ob es aus Massentierhaltung passiert, sondern auch, wie ist das drumherum an der Stelle? Und du hast es ja schon erwähnt, Martin, was ich so erschreckend finde. Irgendwann hat man ja in Biologie auch nicht aufgepasst, wo eigentlich die Bestäuber der Pflanzen, ich nehme jetzt mal Obstbauern zum Beispiel, wo die eigentlich herkommen und dass das nicht künstlich zu bewerkstelligen ist an der Stelle und dass man auch da sich im Prinzip einen eigenen Baum absägt, auf dem man sitzt. Da würde ich jetzt Susanne doch mal bitten, so einiges zu
zum Thema der Wichtigkeit von Biodiversität zu erzählen und warum das so wichtig ist, dass wir halt diese Feldreihen hacken, die halt möglicherweise den großen Trecker ein bisschen behindern, dass die absolut dazugehören, weil wir sonst nicht diese gesunden Produkte hätten, die wir alle gerne haben wollen. Susanne, jetzt dein Stichwort, du hast so lange warten müssen, jetzt erzähl uns da doch mal. Alles gut, war ja sehr interessant. Es gibt da verschiedene Aspekte, warum Biodiversität, Artenvielfalt wichtig ist. Zum einen Effekt natürlich, gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir, wo gehen wir hin, wenn wir uns erholen wollen? Es waren alle draußen in der Natur. Das ist ein Aspekt. Zum anderen ganz oft gar nicht klar, was für ein Schatz Genetik in der. Also wir wissen heute noch gar nicht, alles vielleicht auch nutzen können, um neue Medikamente, neue Produkte zu entwickeln. Auch gerade was die Landwirtschaft angeht, ist die genetische Vielfalt unglaublich wichtig, um in Pflanzen ein bisschen Erwärmung angeht oder sowas, dass man Pflanzen einkreuzt, die resistenter machen können. Ein, wie ich, extrem Aspekt ist auch der ökonomische Aspekt. Ganz oft nicht gesehen. Wir leben, nutzen Pflanzen, Tiere und wenn man sich bewegt, dass 30% der weltweiten landwirtschaftlichen Erträge auf Bestäuber, also Insekten, zurückgeht und ohne die würde es das nicht geben. Das ist schon eine Riesenmenge. Darum sollte man schon auch sehen, dass man dort eben diese Blühstreifen noch viel mehr aus, wobei ich auch sage, es ist oft Blühstreifen, Feldern, die dann aber gegen Insekten, mein Ton ist weg. Ja, wir hören dich noch, aber ja. Immer, du bist ein bisschen verhackt. Verhackt. Ich bin hier auf dem Land und mein Internet ist alt. Hört ihr mich denn jetzt wieder besser? Sehr verschieden, Hallo. Sehr unterschiedlich, ja. Sehr unterschiedlich. Aber. Das tut mir leid. Also, was ich gesagt habe, war, dass 30% des weltweit landwirtschaftlichen Ertrags auf Bestäuber zurückgehen. Mhm. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt besser hören. Ja. Und wenn man sich diese Zahl einfach mal vor Augen führt, was passiert, wenn wir keinen mehr haben, dann ist auch die Landwirtschaft kaputt. Also, denkt dann nicht nur Apfelbäume oder die Obstbäume, sondern sehr, sehr viel mehr. Und es gibt ja in zum Beispiel jetzt auch eine ganz neue Berufsgruppe der Bestäuber, weil die einfach keine Bäume mehr haben. Und das wollen wir hier so sicherlich nicht haben. Und Biene ist nach Rind und Schwein das wichtigste Nutztier der Deutschen geworden, eben unglaublich viel Biene abhängt. Und darum sind die Blüten und jede Blume wichtig, damit die Insekten eben auch die Nahrung finden. Was ich allerdings, ja, wenn ich dann mal einen Blühstreif sehe am Feld, finde ich es immer, dass das Feld dann gegen Pestiziden gedüngt wird. Das geht dann natürlich auch auf die Feldrandstreifen über und ist sozusagen dann noch ein bisschen sogar das Falle für die Insekten. Und da muss eben ganz viel gemacht werden, dass viel, viel weniger Insektizide versprüht werden. Da helfen nicht nur Blühstreifen, sondern da muss das Insekt an für sich geschützt werden. Gut. Danke, Susanne. Du hast ein wichtiges Thema angesprochen. Das ist ja der Einsatz von Mitteln in der Landwirtschaft. Es wird auch immer suggeriert, mehr hilft viel. Ich hatte auch mal Bio-Leistungskurs. Ich kann mich noch gut an Liebigs Gesetz des Minimums erinnern. Das hat mir eigentlich was anderes beigebracht. Und das, was aktuell stattfindet, ist gruselig. Ich denke da tatsächlich auch an Monika, ich habe es gesehen, würde ich dann auch dran nehmen. Das Thema Monsanto zum Beispiel, die ja in USA mittlerweile ein Superweed produziert haben, indem er gesagt hat, je mehr Pestizide und Pflanzenschutzmittel ich auf meine Flächen haue, dann bleibt halt meine Sojabohne nur noch über. Sie haben aber
die Rechnung nicht mit der Biologie, mit der Biodiversität gemacht, dass dummerweise Pflanzen miteinander sich austauschen können und dann Resistenzen entwickeln. Und dasselbe, diese Resistenzen, die finden wir dann auch beim Menschen, der da möglicherweise gegen Antibiotika, die ja für eine Krankheit benötigt, resistent ist, weil er die Antibiotika anders oder diese Resistenzen anders, nämlich durch ein Nahrungsmittel aufgenommen wird. Das heißt, das zeigt uns doch allen, dass wir alle, ob es der Landwirt, der Verbraucher, aber auch die Natur ist, alle Teil von einem großen Kreislauf sind. Und wenn wir anfangen, in diesen Kreislauf überregulierend einzugreifen, dann läuft meistens was schief. Monika, du hast dich gemeldet. Deinen Ton müsstest du bitte noch anmachen. Okay, ich hatte ihn abgemacht, ja. Weil ich dachte, es wird dann besser mit dem Ton. Stichwort Düngetourismus. Das hat uns ja auch ziemlich auf die Palme gebracht, dass hier in Nordhessen Dünger aus Niedersachsen, also Gülle aus Niedersachsen oder Niederlande, her transportiert wurde und hier auf die Felder ausgebracht wurde. Da haben wir auch in der Presse darauf reagiert und haben entsprechend den Zorn des Bauernverbandes dann abgekriegt. Also es ist dann auch ganz deutlich zu spüren, das sind lauter neuralgische Punkte. Man kommt dann eben, weil ihr ja eben das auch hattet mit denselben Zielen, letztlich verfolgen wir ähnliche Ziele, sagtest du, Thomas. Da habe ich so den Eindruck, da kommt man gar nicht so zu, sich dahin zu orientieren, weil sofort so eine Art Kampfstimmung auftaucht. Das eine wollte ich sagen, ich finde, das macht die Kommunikation sehr schwer. Ich habe da auch wirklich persönlich, wurde ich sehr aggressiv angegangen. Und was ich noch sagen wollte, ist jetzt ein bisschen eine Frage auch an dich als Landwirt, Martin. Ich bin neulich spazieren gegangen und habe einen Landwirt gesehen am Feld, wie der immer mit seinem Traktor fuhr, ausstieg, dann irgendwas am Boden machte, wieder einstieg, an eine andere Ecke fuhr und so. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten und der hat quasi Bodenproben genommen und mir erzählt, alle 6 Jahre muss der Boden kontrolliert werden, analysiert werden, um genau zu gucken, was ist drin oder was nicht. Und so wird sehr genau gedüngt dann auch. Und es werden eben Mittel eingesetzt und so weiter. Wie verhält sich das? Ja, du machst so, das habe ich mir schon gedacht, deswegen wollte ich mal wissen. Wie ist denn das damit? Weil es war sozusagen, wir haben uns unterhalten, ich fand das auch sehr spannend, was er erzählt hat. Ich dachte hinterher, ja, ist das wirklich ein Instrument, um Boden auch zu schützen oder wie oder was? Ja, Martin direkt, weil ich habe ja den Herrn Liebig schon angesprochen, Gesetz des Minimums, normalerweise ist das alles richtig, wenn man sich dran hält. Ja, aber wir haben sozusagen, das ist eine der Vorschriften, das nennen wir, das wollen die Bauern, machen es ja auch nicht freiwillig, ne? Das muss man auch dazu sagen, das ist Teil der Agrarförderung. Im Cross-Compliance heißt das, die müssen also diese Bodenuntersuchung machen, damit sozusagen sie nach Bedarf düngen. Das bei Phosphat und Kali und Kalk, da kriegen sie dann halt Düngeempfehlungen, wie wir sie noch düngen sollen. Das Problem ist aber bei uns jedenfalls in der Gegend meistens nicht Phosphat und Kali, sondern das Problem sind halt Stickstoffdünger. Und Stickstoff wird da nicht erfasst. Sondern Stickstoff kannst du mit so einer Methode wie Bodenprobe nicht erfassen, jedenfalls nicht in der Methode, wie es jetzt gemacht wird, sondern das kannst du, das wird sozusagen nach einer Bedarfsrechnung dann ausgebracht. Und diese Bedarfsrechnungen, die sind hoch umstritten. Gerade jetzt bei dem Streit um den Nitratwerte haben halt viele Bauern gesagt, naja, ich muss meine 170 Kilogramm und noch mehr Stickstoff pro Hektar düngen, damit ich Qualitätsweizen erzeugen kann, sonst nehmen mir die Bäcker den Weizen nicht ab. Jeder weiß, dass wir auch durchaus ausgesprochen gutes Biobrot auch in der Region haben, wo diese Anforderungen nicht da sind, sondern das ist diese Anforderung, hohe Eiweißgehalt beim Weizen, haben was damit zu tun, dass du diesen Weizen dann besser in der Backstraße bei Haribrot und bei anderen verarbeiten kannst, aber das braucht der Biobäcker eigentlich nicht. Also das heißt wieder typisch, industrielle Form der Landwirtschaft braucht angepasste, quasi gleichgeschaltete Produkte und das gehört auch der hohe Eiweißgehalt beim Weizen. Mhm. Und wir müssen uns mal vorstellen, wir haben sozusagen eine Düngeobergrenze jetzt bei den roten Gebieten von 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar, sowohl organisch als auch mineralisch.
Das bedeutet aber gleichzeitig, und das ist tatsächlich in ganz Deutschland so, wir haben einen eklatanten Überschuss pro Hektar. Das heißt, in jedem Hektar in Deutschland haben wir im Grunde genommen 50 Kilogramm Stickstoff im Überschuss. Also dieser Überschuss ist da, der geht entweder ins Grundwasser, so nach und nach. Das heißt, das Grundwasserproblem ist eins, was noch aufwachsen wird. Und das andere ist, zu viel Stickstoff erzeugt Lachgas. Und Lachgas ist 200 und etwas mehr schädlich als CO2. Das gibt in die Atmosphäre. Also wir müssen an diese Übermengen an Stickstoff, da müssen wir dran gehen. Und wir haben zwar auch Regionen, wo wenig Stickstoff eingesetzt wird, in Mittelgebirgslagen, aber in den Intensivregionen, wie bei uns in Nordhessen, bei mir im Schwarm-Eder-Kreis, bei euch ja auch Regionen, da wird richtig volle Pulle draufgegeben. Und da müssen wir von runter. Eines, wo wir beim Thema Biodiversität sind, eines der größten Probleme in Sachen Biodiversität ist halt der hohe Einsatz von Stickstoff. Das führt dazu, dass viele Pflanzenarten verschwinden, die nicht mehr da sind, weil sie diese enormen Mengen an Stickstoff nicht vertragen. Und es hat sogar Auswirkungen, und dazu gibt es auch eine Studie vom Umweltbundesamt, auf Wald und Waldschäden, weil wir mittlerweile quasi in jedem Hektar Wald über, nicht nur über Landwirtschaft, auch über Autoverkehr 20 Kilogramm Stickstoff pro Jahr einbringen, was auch im Waldökosysteme durcheinander bringt. Das muss man halt auch wissen. Und deshalb ist für mich sozusagen dieser eklatante, übertriebene Einsatz von Stickstoff eines der Hauptumweltprobleme. Nicht Phosphat, nicht Kali. Das gibt es auch viele Regionen, da haben wir schon zu viel. Aber der Stickstoffüberschuss, das ist ein Thema, was viel, viel zu wenig diskutiert wird. Und ja, nochmal ein Satz zu den Landwirten. Die Landwirte, das sage ich halt immer, und ich habe ja selber Landwirtschaftsschulen besucht und meine Söhne auch. Ich sage immer bei allen, die sind alle ganz tolle Produktionstechniker. Wir haben wahnsinnig gute Produktionstechniker ausgebildet. Die wissen, wie man 100 Doppelzentner Weizen vom Hektar holt, wie man 10.000 Liter Milch aus einer Kuh rauspresst und wie ich in 30 Tagen ein Hähnchen dick mache. Aber sie haben die Zusammenhänge dahinter nicht gelernt. Und das müssen sie jetzt zum Teil halt wirklich auch lernen, weil ihnen Gesellschaft aufs Dach steigt und sagt, Leute, da geht's nicht weiter. Ja. Und das andere haben es nicht gelernt. Und das ist eher das große Problem der Landwirte, dass es nicht reicht, was zu produzieren, gerade bei Getreide, und es dann bei Reifeisen in den Getreidesumpf zu kippen und zu sagen, das war's jetzt. Und sich danach zu wundern, warum sie einen schlechten Preis kriegen. Und dass beide Sachen, sowohl die Umweltrelevanz als auch die Vermarktung, da gibt es viel zu wenig Ansätze bei den Bauern, dass was anders gemacht wird. Und dann kommt immer der Reflex, naja, die Gesellschaft will immer mehr und wir können ja nicht. Und ich sage es nochmal, das liegt auch zu großes Stück in der Verantwortung vom Bauernverband, wo man die Leute hingetrieben hat. Und das Fatale ist, dass man, wie gesagt, jetzt gegen Insektensterben und Nitratauflagen kämpft, als ginge es ums Überleben, und gar nicht erkennt, dass das eigentlich von vornherein verlorener Kampf ist, weil wir können nicht gegen Umweltgesetzgebung anrennen, sondern irgendwann wird das gesetzgebungsmäßig eingefordert werden. Und man kann auch nicht immer sagen, dass als letzter Satz, wenn ich was mache, dann muss ich das bezahlt kriegen. Das ist auch so eine weit verbreitete Methodik in der Landwirtschaft. Wenn ich nur mal ein bisschen auf Dünger verzichte oder Grundwasser schütze, dann will ich, dass die Gesellschaft mir das bezahlt. Ich sage dann immer, das ist genauso, wenn wir uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten und dafür belohnt werden. Das wird nicht für alles einen Ausgleich geben können, sondern es gibt Normen, die müssen die Bauern eigentlich einhalten. Und ich sage mal, wenn das zu weniger Ertrag führt, meine These, wird der Bauernverband sagen, das stimmt nicht, aber wenn wir weniger erzeugen, dann wird auch das Auswirkungen auf den Preis haben. Ja? Weil wir schmeißen jetzt, weil wir so billige Massen produzieren, 30% der Lebensmittel weg. Da stecken die Bauern viel Energie rein. Das ist doch für jeden Bauern eigentlich auch völlig unerträglich. Es ist für alle unerträglich, glaube ich, Martin. Susanne, du wolltest auch was dazu sagen. Genau, ich wollte gerade sagen, also zum einen beißt sich da der Hund ja auch so ein bisschen in den Schwanz, ne? Massentierhaltung und so weiter erzeugt ja viel, viel Gülle, Abfälle, die dann wieder auf die Felder geraten, und da sollte man dann schon ansetzen.
Und gerade wenn ich mir auch unsere Bäche und Flüsse anschaue, also die Bäche, wo früher noch Forellen in meiner Kindheit rumgeschwommen sind, die sind jetzt alle völlig übersäuert. Da lebt eigentlich so gut wie nichts mehr. Und auch da gibt es halt auch gewisse EU-Richtlinien, an die sich gehalten werden muss. Und da führt kein Weg mehr dran vorbei, wie du eben auch schon sagtest, Martin. Ich habe, du hast gerade die Bäche angesprochen, Susanne, und wir hatten einen interessanten Vorfall jetzt im Bad Karlshafen, dass auf einmal das Hafenbecken grün war. Grün ist zwar eigentlich eine Farbe, wo wir alle uns drüber freuen sollten, aber ich halte hier mal was hoch. Meine Freunde in der Bretagne haben ein Riesenproblem mit der sogenannten grünen Flut. Nicht, weil sie gegen Grüne wären, sondern das ist ein Thema, was uns mittlerweile europaweit umtreibt, wo mittlerweile Einträge aus der Landwirtschaft auch dazu dienen, dass der Tourismus sogar gefährdet wird. So hart, wie es klingt an der Stelle, aber es läuft darauf hinaus, was uns eigentlich wieder mehr zu denken geben sollte. Müssen wir genau an den Stellen nicht mehr miteinander arbeiten und sagen, es geht nicht? Ich war letzten Sommer in der Bretagne bei Freunden. Da wurde die Trinkwasserversorgung musste eingestellt werden, weil ein Bassin von einer Biokompost, also ein Güllebecken, was man zur Biogaserzeugung nutzte, in das nächste Gewässer übergelaufen war. 100.000 Leute hatten kein Trinkwasser mehr oder durften es zumindest abkochen. Und das sind so Dinge, wo ich denke, da wollen wir alle nicht hin und da kann allen Ernstes der Landwirt auch nicht hin wollen. Und wenn dann tatsächlich, Monika hat es ja gesagt, solche Kritiken kommen, dann wird man immer als Spinnert oder wie auch immer dargestellt. Aber wir sehen es doch. Und Martin, das wäre jetzt noch meine Frage wieder an dich. Die Düngerverordnung, die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es gibt ja, du hast einiges schon angesprochen, wirklich sehr gute Gründe, warum das so ist. Und wenn man dann schaut, ist ja auch im Landkreis Kassel, du hast von den roten Flächen gesprochen, auch gerade im Raum Wolfhagen so einiges betroffen. Es ist tatsächlich mehr der Westen, der Südwesten vom Kreis Kassel, aber da sehen wir doch dringend den Handlungsbedarf an der Stelle. Liegt das jetzt daran, dass dort besonders viel große Landwirte sind? Hat das eher mit den Böden zu tun? Und aber erstmal Wasserrahmenrichtlinie, wollte ich nämlich jetzt gerne zukommen. Die schreibt uns ja gewisse Dinge vor und deshalb hat ja auch Brüssel reagiert. Ich selber bin ja auch beruflich Trinkwasserversorger, bin auch verantwortlich für Trinkwasser von etwa 15.000, 16.000 Menschen und mich treibt das Ganze auch um. Weil letztendlich graben wir an unserer eigenen Existenz irgendwann an der Stelle. Martin, wieso ist das so kritisch? Wird das so kritisch in Brüssel gesehen mit der Düngerverordnung? Also wir haben jetzt, ich habe diese Woche eine Studie rausgebracht und wir hatten am Mittwoch ein Webinar, wo auch Gelsenwasser vertreten war. Gelsenwasser ist einer der Kleiner, ne? Nein, ja, also ganz kleiner Versorger und die haben natürlich auch erzählt, dass es jetzt im Moment natürlich akut, werden alle in Deutschland, sind ja nicht gefährdet, aber die Aufwendungen steigen ja, weil man muss jetzt Gelsenwasser, kommt dann noch relativ gut weg, aber da gibt es in Norddeutschland Wasserverbände, die müssen mischen, das heißt, sie holen aus nitratbelasteten Quellen das Wasser und aus weniger nitratbelasteten Quellen mischen das, sie müssen tiefer bohren. Also der Aufwand, der betrieben wird, um immer noch qualitativ gutes Wasser zu erzeugen, wird größer. Und es gibt eine Studie von der Europäischen Kommission, dass um die gute Trinkwasserqualität in Europa herzustellen, die Wasserwerker insgesamt 46,5 Milliarden Euro aufwenden müssen. Wenn ich mir dann nebenrechne, das ist ungefähr der Betrag, den wir in Europa für die Landwirtschaft ausgeben, für die Direktzahlung. Also müssen wir uns ja klar machen, wenn das Grundwasser belastet wird und es muss nachher wieder in einen guten Zustand gebracht werden, zahlt das der Wasserverbraucher. Und wenn er nun mal Pech hat, in einer Region zu leben, wo die Nitratwerte relativ hoch sind, dann wird das in den Gemeinden dann halt zuschlagen. Natürlich gibt es unterschiedliche Böden, die unterschiedliche Mengen an Stickstoff vertragen oder unterschiedlich intensiv ins Grundwasser gibt. Aber es gibt eindeutig, da kann man auf Deutschland eine Karte legen. Die roten Gebiete haben was damit zu tun, wo intensiv Landwirtschaft betrieben wird. Und es gibt zwei Arten von intensiver Landwirtschaft. Das eine sind die Gebiete,
Ein Großteil der roten Gebiete in Niedersachsen ist Fechter-Kloppenburg. Ja. Die haben bis zu 3 bis 4 Großvieheinheiten auf dem Hektar. Also ne, Hektar, wenn wir uns mal das erklären, da gut so ein schönes großes Fußballfeld und da stehen das ganze Jahr über 4 Kühe drauf. Da kann man sich vorstellen, was da eine Hinterlassenschaft ist. Da gibt es einen permanenten Nährstoffüberschuss. Das wird jetzt teilweise dadurch geregelt, dass man das Zeug dann nach Nordhessen fährt. Das ist richtig. Aber das kann ja keine Lösung auf Dauer sein. Und das andere Problem ist in den Intensivregionen, eines der größten belasteten Gebiete ist der Rheingraben. Da wird intensiv Gemüsebau betrieben. Da haben wir auch in Deutschland den höchsten Wert im Rheinland-Pfalz mit 300 Milligramm Nitrat im Grundwasser. Und das, auf der anderen, man wird sich glauben, sind Weinbaugebiete, die ein Problem haben mit Nitrat, weil da quasi kein Boden unten drunter ist. Wenn da gedüngt wird, geht es sofort ins Grundwasser. Das sind Probleme. Und die Karte kann man tatsächlich auf Deutschland drauflegen. Und man weiß, wo die Probleme liegen. Und man weiß, und das kann man eindeutig feststellen, dass es mit der Landwirtschaft Zusammenhang gibt. Auch wenn Bauern durch die Gegend fahren und sagen, das liegt an den Kläranlagen und da kommt das ins Grundwasser. Ich meine, alle Gemeinden, ihr wisst es selber, haben in den letzten Jahren viel investiert in Kläranlagen, in die Verbesserung ihrer Abwasserrohranlagen und da ist viel investiert worden. Also diese Steigerung kommt mit Sicherheit nicht aus den Rohrnetzen der Kommunen, sondern das ist ein landwirtschaftliches Problem. Ich würde mir manchmal wünschen, der Bauernverband würde das auch anerkennen und sagen, wir müssen in vielen Regionen einfach runter von der Intensität. Da geht halt nichts mehr. Da kann man auch eigentlich keinen Stall mehr hinstellen in Fechter-Kloppenburg. Weil es ist Blödsinn. Ich sag's mal, wir holen uns sozusagen das Futter aus Brasilien und Argentinien, ne, was wir an Soja verfüttern. Das spielt ja dann am Ende auch eine Rolle. Wir mästen Tiere. Die Gülle, die Scheiße bleibt hier, um es mal deutlich zu sagen. Und das Schweinefleisch verkaufen dann weiter nach China. Das ist nicht nur klimapolitischer Wahnsinn, das ist umweltpolitischer Wahnsinn und wir tragen auch ein gutes Stück dazu bei mit dieser intensiven Mast, dass es in Brasilien brennt. Das muss uns auch klar sein. Aber nur mal ganz kurz, Monika, gerne. Entschuldigung. Wie sieht es in unserer Region aus? Also ich erinnere die Karte, wir haben rote Gebiete im Landkreis Kassel jetzt speziell nicht so intensiv. Am Rand zum Schwalm-Eder-Kreis unten ist ein rotes Gebiet und ich meine in Richtung Emstal wäre auch ein Wolfarer Land auch. Ja, genau. Aber da heißt auch immer, wenn wir da nachhaken, nee, bei uns ja nicht, bei uns trifft das nicht zu. Aber ja, das ist immer so. Bei uns trifft das nicht zu. Ich in der Zeit von früher, als man da rumfahren konnte, da konntest du ja in jede Region fahren. Ja, bei uns ja nicht, bei uns ist doch alles in Ordnung. Bei uns ist die Welt noch in Ordnung. Ich erinnere mich an meinen letzten Besuch in Fechter-Kloppenburg, wo ich da oben war und uns dann ein Betrieb vorgestellt wurde, da hatten die Grünen eingeladen, die haben gedacht, irgendwie, das ist so ein kleiner Betrieb, guck mal, der hat auch 300 Schweine auf Stroh und 100 Hektar, ganz netter Betrieb und der hat uns einen erzählt von wegen, was er an Anstrengungen macht. Und dann habe ich nachher zum Schluss nochmal so gefragt, aber sie leben doch nicht von den 300 Schweinen, ne? So ein 100 Hektar Betrieb, da sagt er, nö, das ja nicht, er hätte ja noch 10.000 andere. Und er hat gesagt, wir sind ein bäuerlicher Familienbetrieb. Ohne mit der Wimper zu zucken, hat er gesagt, wir sind ein bäuerlicher Familienbetrieb mit 10.000 Pastplätzen. Ja. Und da merkt man so irgendwie, da ist was durcheinander geraten. Verrutscht. Bäuerlicher Familienbetrieb in Nordhessen, der war schon irgendwie Massentierhalter, wenn er 50 Kühe hatte. Mhm. Also ne, da kommt auch die Wahrnehmung, ist auch völlig irre, was die da haben und sagen, wir sind bäuerlich. Aber da hängt ja unsere Industrie dann auch noch mit dran, siehe die entsprechenden Skandale. Also das zieht sich ja durch. Und das ist ja auch, was Thomas Gudus vorhin angesprochen hat, dieser Kreislauf, diese Spirale, die immer größer wird und immer schwieriger wird. Wir haben eine Frage aus dem Chat und zwar, wie lassen sich solidarische Landwirtschaft und Agroforstsysteme stärken? Welche Ideen gibt es noch für den Landkreis Kassel? Wer möchte? Ich kann was dazu sagen, könnt ihr gerne ergänzen. Solidarische Landwirtschaft ist tatsächlich ein Ansatz, den man überall wesentlich stärker fördern müsste, weil das ist sozusagen die Form von Verbraucher und Landwirtschaft zusammen. Und leider sind diese relativ kleinen Betriebe meistens ja oft von Agrarförderung ausgeschlossen oder kriegen nicht viel.
weil sie nicht ins Raster fassen. Ne? In Deutschland ist es ja so und in anderen Ländern auch, es geht nach Hektar. Hast du viele Hektar, kriegst du von der Europäischen Union viel Geld. Und wenn du so ein paar Hektar hast und machst einen intensiven Gemüsebau für deine Kunden, dann kriegst du halt relativ wenig. Und meistens kriegen die noch nicht mal Geld für Investitionen, weil sie auch dadurch ins Raster fallen. Also es wäre gut, wenn die Landwirtschaftsämter, die ja zuständig sind für diese Förderung, tatsächlich auch nicht so abweisend sind, weil sie nicht ins Raster passen. Du darf ich da gerade mal einhaken? Wie läuft das eigentlich bei den Kooperationen oder den Genossenschaften, zum Beispiel in Italien, wo du ganz viele Agrarkooperationen oder Genossenschaften hast? Machen die das anders? Weil das würde mich dann auch mal spannend interessieren. Das sind ja oft auch kleine Betriebe, die aber zusammen produzieren, Weinbauer, Gemüsebauern etc. Das ist kein Thema. Das könnten in Deutschland auch Zusammenschlüsse sein. Ja? Nur direkt solidarische Landwirtschaft sind tatsächlich immer eher kleine Betriebe und meistens auch sehr oft da nicht so, ich sag's auch mal, nicht so befasst wie jeder Bauer in Nordhessen, der irgendwie seit 500 Jahren auf seinem Hof sitzt, weiß, wie das Agrarsystem funktioniert und wo ich Geld herkriege. Das sind oft Leute auch gerade bei Neugründungen am Werk, die wissen halt nicht, wie man zu einem Kredit kommt, wie man zu einer Förderung der EU kommt. Und da muss halt wirklich Beratung geleistet werden. Und das müssen die Landwirtschaftsämter machen am Ende des Tages. Und Landesberatung muss das machen. Und die haben zu wenig Kapazitäten dafür. Weil gerade das sind ja die Formen von Landwirtschaft, die wir unterstützen wollen. Das wird nie jetzt eine Massenveranstaltung werden. Aber gerade da, wo mit viel Enthusiasmus das aufgebaut wird, braucht es auch Hilfe. Gerade am Anfang. Das andere ist das System Agroforst. Ja, auch das war bis jetzt in Deutschland, komischerweise in Deutschland, von der Agrarförderung ausgeschlossen. Das ist eigentlich ein sehr zukunftsgewandtes Modell von Landwirtschaft, dass man also Landwirtschaft und Forst, jetzt nicht im klassischen Sinne von Wald, sondern von Baumreihen, die man in den Acker pflanzt, wo man also quasi zwei Nutzungen hat oder Hecken, die man dann nachher als Schnitt nutzt oder auch klassische, ja früher sehr häufige Sachen mit Obstbäumen, dass man das auf den Acker anpflanzt und das quasi in der Mischkultur macht. Das war bisher auch komischerweise vom Fördersystem ausgeschlossen. In der neuen Agrarförderung wird das ein ganz wichtiger Bestandteil der Förderung bei den sogenannten Ecoschemes, also bei der Ökoförderung sein. Und das ist auch so ein Modell der Zukunft. In Deutschland leider nur auf ein paar hundert Hektar mittlerweile praktiziert, aber das sind Ansätze, die müssen wir auch in Zeiten vom Klimawandel sehr ernst nehmen, weil natürlich so ein Mischanbau mit Forst und Landwirtschaft in der Streifenkultur zum Beispiel, die Effekte sozusagen Wasserhaltung, Beschattung viel besser nutzen kann, als wenn ich da so ein 20 Hektar großes Rapsfeld habe. Aber das wird in Deutschland noch viel zu wenig in Anspruch genommen. Da gibt es in anderen, in südlichen Ländern schon mehr Erfahrung mit. Wir müssen uns sowieso klar machen, dass wir so nicht weitermachen können und neue Sachen ausprobieren. Ich meine, die letzten 3 Jahre, wir wissen alle, was hier los war. Selbst wenn es jetzt draußen schön schüttet, jedenfalls bei uns, wir sind immer noch im Wasserdefizit, also ganz erheblich sogar im Defizit. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir andere Agrarsysteme auch umsetzen müssen. Ob wir den Klimawandel jetzt aufhalten können oder nicht, es wird jedenfalls auf absehbarer Zukunft dazu führen, dass wir 2 Grad mehr haben. Und das bedeutet, eigentlich in vielen Bereichen müssen wir die Agrarsysteme umstellen. Das ist, damit beschäftigt man sich eigentlich immer noch viel zu wenig, sondern das heißt im Grunde bei vielen noch so weiter so. Und leider ist es so, dass am meisten vom Klimawandel, wir bauen selber Mais an, ich bin ein bisschen gehandicapt, aber am meisten profitiert von diesem Klimawandel bei uns der Mais. Deshalb wächst der Maisbestand immer mehr, weil Mais kommt aus mit 400 Liter Wasser und wenn du bei Gras brauchst du mindestens 800 Liter, damit du anständige Erträge hast. Also das ist leider so, aber da muss man sich mit beschäftigen in Zukunft. Wie können wir das vielleicht mit anderen Agrarsystemen auch hinbekommen? Ja, Thomas hat sich gemeldet. Das finde ich auch einen guten Sprung jetzt, weil ich hatte überlegt, ob wir das Thema auch nochmal angehen. Die Zeit gibt es her.
wie wir zukünftig auch Flächenentwicklungen mehr gestalten, weil die Kritik ja auch da ist, dass viel zu viel Flächenverbrauch stattfindet. Aktuell macht zum Beispiel eine Stadt Schweinfurt, die entwickeln Gewerbegebiete neben Erwerbsgartenbau, wo das Wasser, was dort anfällt, bei der Logistikhalle vom Erwerbsgartenbau genutzt wird und solche intelligenten Systeme. Und man hört ja auch immer viel mehr von City Farming und so weiter, hydroponische Systeme. Da ist ja auch Agrarindustrie massiv im Wandel. Aber Thomas, ich wollte nicht vorweggreifen. Du wolltest auch dazu was sagen, vielleicht auch noch mal zu der Frage des Herrn Strecker, was wir im Landkreis tun können. Denn wir haben ja einige Möglichkeiten. Genau, zum Thema solidarische Landwirtschaft. Schon gesagt, dass die Bauern da in so einer Zwickmühle sind und abhängig von Weltmarktpreisen. Oder Martin, du hast gesagt, die Idee des Bauern, möglichst viel Weizen zu produzieren und das ins Silo von Reifeisen zu schütten. Und ein Merkmal von solidarischer Landwirtschaft ist ja tatsächlich gerade eine Verbindung auch herzustellen zu dem Kunden. Und da ist ja ein Stück Verbindung verloren gegangen. Die Bedürfnisse der Kunden sind ja inzwischen andere. Wenn man im Supermarkt guckt, dann steht auf der Milch drauf, ohne Gentechnik, dass mehr Bio-Produkte zu finden sind, ist schon ein großer Fortschritt und wird ja auch nachgefragt. Stichwort Waldecker Upland, Molkerei, die ja auch gerade erweitern, um dann noch mehr Bio-Milch und Milchprodukte tatsächlich produzieren zu können, um die große Nachfrage tatsächlich decken zu können. Und dieses Konstrukt von direkte Verbrauchernachfrage, die dann auch eine Verbindung haben zu dem Produzenten der Nahrung. Das ist ja eine Chance, die da drin steckt, auch über so ein Konzept von Hofläden, die es ja auch schon gibt, hinaus. Und ich denke, da haben wir gute Chancen, da noch mehr zu machen, weil da relativ wenig, soweit wir das sehen, tatsächlich passiert ist. Das hängt aber auch dann tatsächlich an der Motivation der handelnden Personen. Das ist ja auch mit ein Grund, warum wir uns überhaupt in der Kommunalpolitik engagieren, weil wir schon Ideen haben, weil wir auch diese Ideen umsetzen wollen. Und Monika, du hast es ja vorhin schon gesagt, wir haben ganz viel beantragt, wir waren sehr rege, wir waren sehr tätig und mussten dann ganz oft erleben, dass wir ausgebremst wurden von Menschen, wo wir vielleicht auch manchmal das Gefühl haben, die sind aus einer vergangenen Generation, da hat sich ja auch ein bisschen was getan, aber dieses Gefühl von, wir werden da ausgebremst mit guten Ideen, das war schon die letzten Jahre vorhanden und das möchten wir ganz klar anders machen. Dafür haben wir uns ja auch ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und möchten tatsächlich Verantwortung nutzen, um genau diese Dinge zu ändern. Und genau das ist so ein kleiner Baustein dazu. Danke, Thomas, ja. Denn es liegt am Ende bei der Verantwortung, die man für Dinge übernimmt, um Dinge auch wieder anzustoßen und nach vorne zu treiben oder es so zu machen, wie man es schon immer so gemacht hat. Ein netter Begriff, Martin, ist ja auch die gute landwirtschaftliche Praxis, wo man immer wieder drauf stößt. Das war in der Vergangenheit, man hat es ja gehört, ich bin halt auch für den Bereich Tiefbau zuständig, wurde die häuslichen Abwässer des Landwirtschaftsbetriebs, durfte man durchaus auf die Felder ausbringen als gute landwirtschaftliche Praxis. Jedes Einfamilienhaus, was das machen würde, würde sich strafbar machen an der Stelle. Da sieht man auch immer diese Frage der sogenannten Privilegierung ganz gut. Was manche auch, muss ich auch oft kritisch sagen, nicht genug schätzen. Die Landwirtschaft ist uns wichtig, ist uns auch in vielen Bereichen sehr wichtig, gerade weil sie unsere Nahrungsmittel produziert. Aber sie muss auch erkennen, dass es Dinge gibt, Martin, du hast es ja auch angesprochen, dass die Welt sich deutlich verändert und dass man dort nicht stehen bleiben kann und eben nicht mehr das machen kann, was man immer schon so gemacht hat. Du wolltest was sagen, habe ich den Eindruck. Ja, ich meine, das, was Gorbatschow damals in Honecker schon gesagt hat, gilt ja immer noch auch für die Landwirtschaft. Ne? Also nach dem Motto, wer sich nicht verändert, der wird von der Geschichte eingeholt oder wie er es gesagt hat. Aber das ist tatsächlich ein Problem, weil das Beharrungsvermögen innerhalb der Landwirtschaft ist wirklich extrem. Also ich meine, ich mache jetzt die zweite Agrarreform mit. Ich habe schon drei andere vorher erlitten als Bauer. Und jedes Mal ist so die Hoffnung, jetzt geht es aber in eine andere Richtung. Wir's. Die Gesellschaft hat es kapiert, die politische Mehrheit kriegen wir vielleicht auch. Und am Ende denkst du immer, verdammt nochmal, jetzt haben die schon wieder gewonnen, weil wieder alles so bleibt, wie es immer war. Und im Übrigen ist die letzte Agrarreform auch immer die beste gewesen, wenn ich mir den Herrn Hochwieg anhöre. Und wir müssen das schaffen. Das, denke ich, ist einfach für uns auch als Grüne gesellschaftliche Aufgabe,
Ich meine, machen wir uns mal ehrlich, die Massen an Bauern werden jetzt nicht in die Wahllokale strömen und uns wählen. Da bin ich auch ganz realistisch. Aber wir haben sozusagen, wir sind als Grüne die Brückenbauer hin zum Verbraucher, hin zur Umwelt. Und wir geben ja der Landwirtschaft auch tatsächlich, die müssen ja aus ihrer Blase auch rauskommen. Und ich glaube, wir geben auch durchaus die Möglichkeit, dass Bauern auch merken, da draußen unterhält sich noch jemand mit mir, der nicht im Bauernverband angehört, sondern wir gehen ja auf die Bauern auch zu. Ich meine, auch wenn sie wenn das manchmal gewöhnungsbedürftig ist, als bei der letzten Veranstaltung standen dann, als ich mit Renate unseren Neujahrsanfang hatte, da standen dann 300 Schlepper vor der Tür. Okay, das ist auch eine Kommunikation, die muss man sich erstmal daran gewöhnen, aber zu uns sind sie gefahren und haben sich anschließend auch mit uns unterhalten, wenn es auch nicht sehr im Ergebnis nicht gereicht hat. Aber sie merken, ich glaube, die Bauern merken ganz klar, dass sie auch die in der Zukunft sind, mit denen sie reden müssen. Ja, ich meine, wer weiß, was im Herbst rauskommt, aber ich glaube, wenn wir im Herbst mal wieder regieren, werden wir auch in der Agrarpolitik die neuen Akzente setzen. Und das wissen die Bauern, also auch der Bauernverband, und dass sie mit einer Konfrontation uns gegenüber am Ende auch nicht gewinnen können. Auch wie so schwierig, wie das auch ist, der Dialog muss geführt werden. Und ich sage ja immer, am Ende muss der Bauer auch rechnen. Und der Bauer sieht auch, dass die Biobetriebe seit 10 Jahren immer mehr verdienen als der konventionelle Bauer. Da wird bei manchen Konventionellen auch irgendwann mal das Denken einsetzen, nach dem Motto, warum verdient mein Bio-Nachbar eigentlich mehr als ich? Und wenn China keine Schweine mehr nimmt, dann bricht bei mir der Markt zusammen. Da müssen ja bei manchen auch die Alarmglocken klingeln, nach dem Motto, wir sind abhängig, ob die chinesische Führung heute sagt, Deutschland ist gut oder schlecht. Davon sollten wir uns nicht abhängig machen, aber davon sind wir schon abhängig. Und das ist, glaube ich, so das Fatale in dieser Entwicklung, dass wir abhängig sind von Entscheidungen, die die chinesische Staatsführung trifft oder ein Verrückter in Brasilien bestimmt, ob Soja irgendwie noch weiter abgebrannt werden und mehr Soja bekommt. Da sollten wir uns nicht von abhängig machen. Ich will jetzt nicht von Protektionismus reden, aber wir müssen Landwirtschaft wieder regional machen. Und das fängt an mit der Scheiße im Grunde genommen, nach dem Motto, wenn die erzeugt wird in einem Betrieb, dann muss sie auch im Betrieb ausgebracht werden. Und wenn ich Schweine halte oder Hühner halte, dann muss ich auch als Betrieb in der Lage sein, das Futter auf dem Betrieb zu erzeugen. Das heißt, wir brauchen wieder eine Flächenbindung und nicht sozusagen so ein agrarindustrielles System, wo ich sage, okay, ich habe 100 Hektar, da kann ich irgendwie 10.000 Schweine halten. Das geht auf Dauer nicht. Das ist Agrarindustrie und die wollen wir nicht. Und die, meiner Meinung nach, sollten die auch auf Dauer keine Förderung mehr bekommen. Denn warum soll der Steuerzahler noch so ein Agrarsystem fördern, die sich auf dem Exportmarkt orientieren? Nee, wir wollen andere fördern, wie solidarische Landwirtschaft, wie Biolandwirtschaft und Regionalvermarktung. Und ich denke, das ist genau der Punkt, wo ja die Verbraucherinnen auch entsprechend steuern. Und das merkt man auch immer mehr an der Stelle. Ich finde es auch ganz spannend, dass in Nordhessen immer mehr Chancen ergriffen werden. Ich denke an den Milchbauern zum Beispiel aus dem Raum Gudensberg, der auf einmal aus seinem Milchüberschuss Eis produziert. Das Gleiche haben wir auch in Schöneberg, nördlich von Hofgeismar. Es sind so viele gute Ideen da. Man muss sie nur mal probieren und auch leben an der Stelle. Und ich glaube, der Verbraucher dankt es auch. Nur wir müssen natürlich alle, da sind wir auch alle gefragt, auch selber unser Verhalten auch entsprechend dann, da ja, das geht ja nicht nur an Landwirte heute Abend, unser Geschnuddel, das geht an alle Menschen. Wir steuern doch selber, was wir wollen. Und Martin, das, was du gesagt hast, wie die Landwirte sich verhalten haben, das haben die Energiekonzerne vor 15, 20 Jahren genauso getan und heute überholen sie uns mit der Ökologie und dem grünen Strom an der Stelle. Von daher glaube ich, dass wir schon immer Überzeugungstäterinnen und Täter waren. Und da kämpfe ich auch gerne für, weil das ist wichtig für uns alle. Monika, du hast dich gemeldet. Der Ton, den hast du wieder aus.
an der Stelle mit den Verbrauchern, Verbraucherinnen, da geht bei mir immer so eine gewisse Alarmlampe an, weil ich bin eigentlich der Meinung, die können das nicht alleine regeln. Das geht nicht. Auch wenn die Nachfrage natürlich anders sich verändert hat und so weiter und es natürlich viel schon ausmacht, ja, wie viel Bioprodukte jetzt verlangt werden. Aber das allein reicht nicht. Also ich finde, die Regelungen müssen jetzt wirklich deutlicher werden und verbindlicher werden, und wenn dann immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, das war ja so dein letzter Mail, Martin, was jetzt wieder in Europa noch verhandelt wird und von den Ländern wieder ausgebremst wird. Das sind so Beispiele, wo ich so denke, nee, es muss jetzt mal wirklich festgeklopft werden. Und deswegen nur mal kurz, um das in die Balance zu bringen, Thomas, Verbraucher alleine, da können wir nicht warten, bis die wirklich sich so verändert haben, dass der ganze Markt sich wälzt. Mhm. Ja. Nee, ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz. Das macht ja Frau Klöckner übrigens immer gerne. Die hat ja, und das sagen ja der Bauverband auch immer, ja, wir machen ja Bio, wenn der Verbraucher es kauft, und dann sind wir alle dabei. Dann machen wir auch Bio, ne? Das ist der von mir auch häufigst gehörte Satz, wir machen auch Bio, der Verbraucher kauft sie nicht. Das ist keine Sache, die der Verbraucher regelt. Wir haben auch nicht die Atomkraftwerke abgeschaltet, weil alle jetzt Ökostrom gekauft haben. Und man kann jetzt nicht sagen, kauft mal alle Öko und dann wird die Landwirtschaft umgestellt. Das wird bei den gegenwärtigen Preisverhältnissen nicht klappen. Weil ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, mit dem Wasser, solange wir sozusagen die Folgekosten der industriellen Landwirtschaft der Gesellschaft aufbürden. Vorhin klang mal kurz das Thema Antibiotika, ne? Ja. Als Thema. Wir verwenden genauso viel Antibiotika in der Tiermast, nicht in der Behandlung jetzt von Pfiffi und Waldi, sondern in der Tiermast auf, wie in der Humanmedizin. Und da wird 95% des Antibiotikas wird in einer sogenannten Metaphylaxe gegeben. Das heißt, wenn ein Hähnchen in so einem Stall anfängt zu husten, dann kriegen alle anderen Hähnchen erstmal Antibiotika. Das wird auch Folgekosten haben. Wir werden noch mal irgendwann dran denken, wenn wir nach der Corona-Krise vielleicht uns überlegen, was ist das Nächste, was uns sozusagen gesundheitspolitisch ein Riesenproblem machen wird, dann wird das der Verlust an Antibiotika sein. Und deshalb auch diese Folgekosten werden nicht uns jetzt, aber vielleicht zukünftigen Generationen aufgebürdet. Deshalb sage ich immer, ja klar, Öko ist halt teuer. Ja. Mhm. Bei uns kostet das Biohähnchen viermal so viel wie das bei Aldi. Aber das heißt nicht, dass Bio zu teuer ist, sondern das andere ist viel zu billig. Und da müssen wir wieder einen Preis, das muss wieder stimmen irgendwo. Wenn wir sozusagen mal über, wenn der Einsatz von Glyphosat, das ist halt so, der kostet heute nur noch ein paar Euro pro Hektar. Die Landwirte nutzen diese paar Euro, die spritzen halt alles tot und dann wird gesät. Der Biobauer muss vielleicht kruppern und ackern und weiß ich was, der muss viel mehr Arbeit investieren. Der konventionelle Kollege fährt für 10 Euro mit der Spritze drüber und hat seinen Acker blank, wie man so schön sagt, und dann wird halt gesät. Und ja, Leute, wenn wir dann Glyphosat weiterhin zulassen oder es nicht besteuern, dann wird das weiterhin das Mittel der Wahl sein für die Bauern. Die werden ja auch im Gammabeutel gepudert, wenn sie sagen, ich mache es freiwillig nicht. Und deshalb müssen wir sowohl diesen Einsatz von Mitteln verteuern, Stickstoff, Pestizide, und sagen, okay, das ist gesellschaftlich schwierig, also Stichwort Biodiversitätsverluste, das muss ja auch irgendwo eingepreist werden, da muss ich Pestizide teurer machen. Und dann kriegen wir das vielleicht irgendwie wieder ins Gleichgewicht, ja. Und das müssen wir gesellschaftlich einfordern. Das kann der Verbraucher an der Theke nicht alleine entscheiden. Ich meine, wir sind alle auch irgendwo, wir wissen ja selber, wir sind ja selber auch diejenigen, die nicht immer zum teuersten und fairsten greifen, sondern der Reiz ist natürlich, ja geil, ich habe wieder was gespart. Das geht aber auf Dauer nicht. Wir müssen das in den Griff kriegen. Und wir haben in Europa diese Woche abgestimmt über ein wirkliches Lieferkettengesetz. Nicht das, was die Bundesregierung verabschiedet hat. Da müssen wir diese sozialen und Umweltschichten auch einpreisen, sozusagen am Ende. Und das wird, glaube ich, mehr bewirken am Markt als nochmal eine Aufklärungskampagne. Leute, kauft Bio. Das wird nur einen bestimmten Kreis der Leute erreichen, aber nicht alle. Gut. Susanne, du hast dich gemeldet und dann der Thomas. Genau, also zum Thema Leute erreicht. Und also ich sehe auch, dass viele Verbraucher, Verbraucherinnen
viel mehr auf die Bioprodukte Wert legen. Aber ich denke, und da wären wir eigentlich auch wieder am Anfang, was halt auch wirklich wichtig ist, dass man die Kinder darauf hinweist und bildet, wo eben das Fleisch herkommt und dass dort eben die Zukunft für die ganze Umstrukturierung auch der Landwirtschaft entsteht, dass dort eben ein Gewissen geschaffen wird bei den Kindern, bei den Jugendlichen, dass sie sagen, nein, ich möchte regionale Produkte, ich möchte Bioprodukte, die jetzt auch nicht dazu führen, in der wir alle leben müssen, zerstört wird. Und das sehe ich eben auch als. Jetzt bist du gerade weg, Susanne. Eben hatten wir dich noch super verstanden. Aber vielleicht erstmal der Thomas, irgendwas hakt gerade. Ja, das Stichwort regional ist ja schon gefallen. Wir alle ärgern uns, wenn wir irgendwo unterwegs sind mit dem Auto unbedingt darüber, dass LKW-Ketten auf den Autobahnen unterwegs sind. Also wenn irgendwo mal ein Stau ist, man kann sich das auf der A44 ganz super angucken. Da ist eine Baustelle und in schöner Regelmäßigkeit stauen sich die LKWs kilometerlang. Auf anderen Autobahnen ist das ebenfalls der Fall. Und das ist eine Nebenwirkung von dieser Agrarindustrie, also von der Idee, wir produzieren an der einen Stelle Dünger, für den aufgebracht werden muss. Wir transportieren diesen Dünger durch die halbe Republik oder durchhalfen es aus dem Ausland heran. Und wir züchten dann damit Schweine, die wiederum irgendwo hingefahren werden, exportiert werden. Das heißt, da ist ein gigantischer Transportaufwand für nötig. Auch die Herstellung des Düngers kostet richtig viel Energie und damit auch Geld. Und wir zahlen alle den Preis dafür. Und wenn wir das mindestens mal schaffen, dass wir Landwirtschaft mehr regionaler denken, dann entfallen auch viele von diesen langwierigen Transporten und von Tiertransporten und den Problemen, die damit verbunden sind. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Das, denke ich, kann man nicht darüber regeln, dass man sagt, es kaufen alle Bio, sondern da wird man Vorgaben machen müssen, weil wir alle zahlen diesen Preis. Und warum wir sagen, das muss geändert werden, auch wenn wir uns nicht gerade bei den Landwirten und bei den anderen, die in dieser Industrie tätig sind, beliebt machen. Aber es gehört trotzdem geändert. Ja, aber ich möchte nochmal einen Punkt, wir kommen ja langsam zum Ende, einen Punkt ansprechen, Umweltfolgekosten. Wir haben ja in Nordhessen einen großen Erzeuger von Kalidünger, ne? Kali-Salz. Ich meine, das ist das einzige Unternehmen, was ein ganzes Flusssystem weiterhin vergiften darf. Also das muss man der Deutlichkeit einfach auch sagen, weil da gelten Grenzwerte, die eigentlich dazu führen, dass ein Ökosystem tot ist. Warum? Weil Kali und Salz hat nun mal gut in Nordhessen irgendwie 3000 Arbeitsplätze, aber Kali und Salz und konventionelle Landwirtschaft gehören zusammen. Das muss man ganz klar sehen. Ich kann euch nur sagen, ich war vor 3 Jahren in Brasilien unterwegs, ja, um mir da diese Entwaldungen anzuschauen. Und da war ich in einer Region, wo riesige Flächen entwaldet wurden. Und was wurde da ausgebracht? Ihr werdet es kaum glauben, Kalidünger aus Deutschland. Weil dieser Boden in dieser Region ist extrem kaliarm. Und dann kam Kali und Salz. Und da geht es nicht um ein paar Kilo. Da geht es ja sagen, um das wird tonnenweise eingebracht, damit die Böden überhaupt in der Lage sind, Erträge zu bringen. Weil wenn du da so einen Wald abholzt, sind die Böden in diesen Ländern eigentlich ganz arme Böden. Und dann wird aufgekalkt, Kali aufgekalkt. Und das ist sozusagen das System, ne? Wo du dir denkst, hier wird es aus der Erde geholt, dann wird es nach Brasilien gefahren, da werden die Böden aufgedüngt und dann kommt wieder das Futter von Brasilien nach hier. Ja? Jeder verdient was, aber wer nicht daran verdient, sind die Bauern, die in Brasilien zum Beispiel keine Existenzgrundlage haben, weil das ist ich sage euch nochmal, ich stand staunend vor diesen Riesenflächen an Mais, Baumwolle und Soja. Also so ein Feld von Kassel bis Rudensberg, ne? So ungefähr eine einzige Fläche, wo du denkst, alter Schwede, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was da abgeht. Und das ganze Zeug geht sagen, nicht für die eigene Ernährung der brasilianischen Bevölkerung, sondern es geht alles in den Futtermittelexport. Und da ist mir so klar geworden, was so ein agrarindustrielles System am Ende bedeutet. Ja, ich meine, wenn wir immer so schön reden,
wir wollen es hübsch machen, dann gehört natürlich auch die Frage dazu, dass wir diese Futtermittelimporte auf Dauer einfach nicht akzeptieren können. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wir erzeugen auch bei uns, wir müssen weniger Fleisch essen, ist, glaube ich, haben wir immer schnell gesagt, ne? Das müssen wir aber auch durchhalten, wenn es auch ernst wird, nachher in den Wahlkämpfen. Aber es kann ja nicht sein, dass wir auch in Europa 60% des Getreides wandert ja in den Futtertrog. 60% und 22% gehen in die menschliche Ernährung. Von wegen, wir können uns biologisch nicht ernähren. Wir können es schon biologisch ernähren, aber mit weniger Fleisch. Das muss man klar sein. Das wird noch eine schwierige Diskussion, wenn die politischen Gegner sich wieder alle auf uns eingeschossen haben bei der Bundestagswahl, dann müssen wir Standing haben, weil das wird dann eine lustige Diskussion, wenn man wieder sagt, weniger Fleisch essen, da sehe ich schon in Nordhessen dann Amok laufen mit seiner roten Wurst. Das müssen wir aber durchhalten. Aber das ist genau das Thema, weil auch Wasser wird immer mehr durch Nahrungsmittelproduktion verbraucht. Trinkwasser, was wir an anderer Stelle auch dringend notwendig haben. Und auch da entsteht ein größerer Konflikt. Aber da kommen wir heute Abend nicht mehr zu, das noch in der Tiefe zu diskutieren, weil gerade auch künstliche Bewässerung an anderer Stelle mittlerweile Regionen dazu geführt hat, dass sie kaum noch zur Verfügung stehen haben. Und auch, glaube ich, das ist nicht nur ein deutsches, lokales Thema, es ist ein weltweites Thema und da werden wir auch noch viele Jahre dran zu diskutieren haben. Da wir jetzt 25 haben und um halb auch Schluss machen wollten, würde ich so jedem noch mal kurz die Gelegenheit geben, zu sagen, wenn die Person es nicht schon gemacht hat, warum sie denn am Sonntag Grüne wählen sollte. Susanne, mit dir würde ich gerne mal anfangen. Ja, also gerade bei mir in der Kommune gab es die Grünschutz. Man hört mich wieder nicht? Jetzt schon wieder. Hallo. Ja, okay. Also gerade bei mir in Habichtswald gab es die Grünen bislang gar nicht. Und Naturschutz, Artenschutz, Klimaschutz wurde auch ja nicht so wirklich gut in Anträgen, konnte man die wiederfinden. Und ich finde aber, wir leben alle in der Natur. Wir haben die Natur als unsere Lebensgrundlage. Und ich sehe eben in der grünen Politik deutschlandweit die einzige Politik, die das wirklich ernst nimmt und als wichtiges Kriterium auch für unser aller Leben sieht. Und das ist für mich der Grund, warum man definitiv grün wählen sollte. Der Dr. Thomas Gudus. Warum? Ja, danke, Thomas. Ja, warum sollte man grün wählen? Ich denke, wir haben schon ganz viel Zusammenhänge dargestellt. Was uns auch in den letzten 5 Jahren hier im Landkreis ausgezeichnet hat, war, dass wir immer und immer wieder versuchen, diese globalen Zusammenhänge umzusetzen in das, was dann tatsächlich auch lokal vor Ort getan werden kann. Da können wir auch im Landkreis eine ganze Menge tun. Es ist ein mühseliges Bohren von wirklich dicken Brettern, das haben wir ja auch schon festgestellt. Und es ist mir ein Stück erleichtert, dass es dem Martin auch in Brüssel so geht, dass da auch dicke Bretter gebohrt werden. Aber dazu möchten wir und dazu möchte auch ich gerne meinen Beitrag die nächsten 5 Jahre leisten, so dass wir dort tatsächlich hier auch mal ein bisschen vorankommen. Da haben wir viel zu tun, da haben wir viel vor und ich freue mich drauf und ich freue mich auf eine breite Unterstützung, dass viele sagen, genau, das wollen wir auch und dann können wir es auch endlich angehen. Danke, Thomas. Monika, dieses Mikrofon, bitte. Entschuldigung, für mich sind die Grünen wirklich die einzige Partei, die wirklich beharrlich an diesen Themen dran bleibt. Also alles, was mit Klima, Umwelt, Naturschutz natürlich zusammenhängt, aber auch mit den sozialen Themen. Darf man nicht vergessen, wir verknüpfen das ja. Und ich habe in den letzten Jahren viel ähnliche Worte gehört von anderen Parteien. Das war oft heiße Luft und da habe ich im Moment auch ein Stück die Nase voll und sage, jetzt geht es wirklich auch mal ganz konkret ins Umsetzen. Und ich denke, wir Grüne sind da auch beharrlich genug und auch Frust gewohnt und bleiben am Ball. Und das kann man, glaube ich, nur bei uns kriegen. Man kann schöne Worte auch von anderen nehmen, mehr in dieselbe Richtung, aber das heißt nicht, dass es auch gemacht wird. Das sehen wir auch im Bund übrigens, sehen wir auf Kreisebene,
Das kann man überall sehr gut beobachten. Die Themen sind da bei anderen, aber sie werden nicht wirklich praktisch angegangen. Sehr schönes Statement. Martin. Ja, ich bin jetzt seit über 40 Jahren bei dem Laden dabei. Und ich glaube, wer hätte sich denn träumen lassen, dass wir irgendwann mal in Hessen auf Liste 2 stehen, dass wir eine Regierungsperspektive haben, auch im Bund. Aber wir brauchen dafür auch die starken Kommunen. Das ist, glaube ich, eine wesentliche Antriebskraft für eine Veränderung. Und da kannst du am ehesten die Politik machen, da kannst du am ehesten auch direkt die Leute ansprechen. Und deshalb brauchen wir starke grüne Fraktionen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, ja, dass wir in den Kommunen auch was zu sagen haben. Wir wissen, in Nordhessen, in unseren Kreisen ist das nicht so ganz einfach, weil wir großen Mehrheiten gegenüberstehen. Aber auch hier können wir den Wandel gestalten. Ja. Und ich glaube, dass wir tatsächlich der Motor dieses Wandels sind. Und ja, alles, was in Deutschland gut läuft, das kommt auch nach Brüssel an. Und ich glaube, Deutschland hat auch eine enorme Bedeutung. Wenn sich hier was dreht, können wir auch was in Brüssel drehen. Und das fehlt im Moment, weil diese Bundesregierung, die wir gerade haben, der Oberbremser der Nation ist und der Oberbremser in Brüssel. Wenn wir in der Agrarpolitik was ändern wollen, dann bitte schön bei den Kommunalwahlen anfangen und im Herbst in Berlin. Dankeschön. Auch das war ein schönes Statement. Ich kann es nur noch vervollständigen, weil ich denke, dass wir diejenigen sind, die immer wieder durch einen guten Diskurs, einen guten Dialog versuchen, auch Dinge zu verändern und nach vorne zu bringen und eben nicht sagen, wir machen es so, wie wir es schon immer gemacht haben. Und von meiner Seite auch eine Handreichung deutlich in Richtung Kreisbauernverband Landwirtschaft. Wir müssen im Dialog bleiben, wir müssen miteinander sprechen und wir müssen vor allen Dingen zusammenarbeiten. Und dieses Zusammenarbeiten, das ist, was wir Grünen immer wieder versucht haben, was wir auch, wenn wir dann auch in Verantwortung waren, auch immer geschafft haben. Und ich kann nur eins sagen, dann, wenn wir entsprechende Ministerinnen hatten, dann ist auch tatsächlich was passiert. Und ich glaube, da sollten sie uns genau die Chance geben, es wieder so zu tun, ob es im Rathaus, in einer kleinen Kommune, im Parlament ist, ob es im Kreistag ist oder auch weiter oben. Nur mit einem verbindlichen grünen Gedanken und diese Dinge auch umsetzen zu können, bringen wir die Welt auch ein Stück weit dahin, wo wir sie gerne alle hätten. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Freunde, wir sind am Ende angekommen. Ich danke allen für die netten Gespräche, für die Geduld. Ihr habt auch gemerkt, dass unser Geschnuddel auch manchmal kontrovers ist, was auch sein soll. So ist es auch gewählt. Es wird wieder auf YouTube fest eingestellt. Das heißt, es gibt einen Link, den man unter www.grüne-landkreis-kassel.de sich anschauen kann, draufklicken kann und auch dieses Geschnuddel noch weiter dann verfolgen kann. Wir laden also ein, auch dort gerne sich auch die anderen Gespräche, die wir hatten, noch anzugucken. Ansonsten am Sonntag ist Kommunalwahl. Ich hoffe ja, dass viele schon sich entschieden haben für uns. Viele waren ja auch schon Briefwählen, teilweise bis zu 60% in den Kommunen, was wir hören konnten. Aber ich denke, die ein oder andere Person haben wir vielleicht heute auch noch überzeugt, das bei uns auch ein Kreuz zu setzen. Weil nur durch starke Grüne gibt es auch starke regionale Verbraucherschutz und am Ende auch eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Ich danke euch allen für die guten Gespräche, wünsche euch einen guten Abend und sage auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.